fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Boah, jetzt will ich aber doch weiterspielen, verdammt. Hier gab es nur leere Blätter, keine Manuskriptseiten. Und der Stuhl wackelt. Der hat auch ein Eigenleben. Wir können immer ans Wasser reingucken, das ist schon cool. Guten Abend, Alan. Huch, fühlen wir uns jetzt die denn her? Ruhiger. Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so, Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. So gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Dr. Hartman folgen. Okay, ich glaube, einen kleinen Teil werde ich doch noch spielen. Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von Ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat Sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen... Hat uns unsere Frau vielleicht doch eingewiesen? Genau dieses Buch haben wir doch bei dem Autounfall gesehen. Oh, ich komme hier rein. Night Springs. Sind das Kondom? Ja, warum nicht, ne? Und Night Springs, das Xbox 360 Spiel. Und Death Rally. Und, oh, eine Xbox 360 sehe ich jetzt. Ah, wie geil. Das ist schon cool. Und ein Board, das ja verschwommen ist. Mhm. Und dann noch ein Boardspiel. Wake Emerson. Hier kommen wir nicht rein. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, ich gucke mich nur mal bei den anderen Leuten um. Hier, lang, hier malt jemand. Ah, die sind gerade alle nicht da. Und Diesel. Ah, hier kommen wir nicht rein. Okay. Hallo Bea. Anderson. Kommen wir auch nicht rein. Also Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen, paranoiden Wahnvorstellungen, sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um Sie herum alles durchdringt, auch Ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem Ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit Ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation Ihres Unterbewusstseins, das versucht, Sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, Ihr Instinkt befiehlt Ihnen, sich gegen mich zu wehren, aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch. Schade.
Versuche nur Fluchtwege zu finden. Huh. Ich bin ja schon da. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. So wie es aussieht, zieht ein Sturm auf. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Schon geiles Anwesen. Gute Neuigkeiten, Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind. Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört zur Krankheit dazu. Ich ließ ihn reden. Hartmann liebte offensichtlich den Klang seiner Stimme. Seine Worte halten in meinem Kopf wieder. Aber das kann ich bohrte mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Ja, wen haben wir denn da? Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ging Sie haben eine Trinkflasche. Beängstigend, beängstigend. War er das mit dem Kondom? Ich bin ein schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben. Willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, du möchtest, dass ich weggehe, damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Emerson. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist Emerson. Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen. Er arbeitet an Ellenbogenschlag. Videospiel, eine lächerliche Tätigkeit gewesen. Und doch bedarf es eines kleinen kreativen Aufwandes, weswegen er für meine Therapiemethode empfänglich ist. Ach was. Kommen Sie, Ellen, hier lang. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Willkommen in der Cauldron Lake Lodge. Ach, das ist die wir mal gesehen haben oben. Wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie War das eine Quietschente? Die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuch vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie und oder Kreativitätsphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem, wenn Sie sich in Ihrem eigenen kreativen Prozess befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und Ihre Schwestermethode der Fluss funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an Ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Mein Römer bringt mich um. Ach, die beiden. Was für ein Sturm! Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde.
Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner! Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte! Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Nur ist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson-Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen. Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Noch eine Skriptseite. Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartmann ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog, und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Thomas Zane Schriften und sein Assistent. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Tut mir leid. Am Hammer haben wir den ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutaten. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellbogen. Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr nicht. Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Und meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory and Thought. Hexe. Dir hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in their sleep, in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben. Bis ins Mark verseucht. Alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. Jetzt ist die Batterie leer. So ausgelaugt haben die Farmen nah am See gebaut. Einem Ort der Macht. Was haben wir da für Feste gefeiert, Mann? Du solltest hingehen und eine Party feiern. Seid ihr jetzt fertig mit reden? Der fette Popol hat den Verstärker durchs Fenster geworfen.
hat diese Hippie-Tussi am Hinterkopf erwischt. 15 Stiche und eine Gehirnerschütterung. Bob ist jetzt tot. Leukämie. Okay. Stiche, Spitzel und Betäubungsmittel. Ein übler Ort. Ich glaube, die quatschen noch eine halbe Stunde. Ich bin müde, Mann. So müde. Ich will nach Hause. Ich glaube, jetzt wirken wahrscheinlich die Tabletten. Draußen steht noch jemand und malt, aber zu dem kommen wir irgendwie nicht hin. Aber ich glaube, ich werde jetzt auch, wenn ich gerne weiterspielen würde, erstmal eine Aufnahmepause komplett machen. Das sollte erstmal beenden und dann das nächste Mal weiterspielen. Aber wir haben ja echt schon 4 Kapitel. Also vielleicht gibt es noch ein 5., vielleicht noch ein 6. Vielleicht war es das auch schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es insgesamt gibt. Ja, deswegen sage ich erstmal auf Wiedersehen. Abonniert gerne diesen Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal.